Schönen, wunderdreckigen und doch wunderschönen guten Tag. Mein Name ist das Graf. Ihr kennt mich offensichtlich ja noch schon, ne? Ja, und heute machen wir mal ein neues LP. Und zwar von Tropico 5. Und wir fangen das Ganze natürlich übelst krass im neuen Spiel. Und dann machen wir einen Sandkasten, ne? Dann machen wir erstmal hier eine neue Familiendynastie. Gomez? Nee. Wir machen Falkenstein oder welchen Namen sollen wir denn nehmen? Wir nehmen die Familie BenQ. Ob ich dafür rechtliche. Na, ich hab den perfekten Namen. Ich hab doch den perfekten Namen. Mal gucken. That's Egg. Das ist doch ein guter Name. Familie That's Egg. Gut. Fangen wir mal gleich an. So, fangen wir an. Nicht schon wieder so. Oh Gott, bloß nicht. Ich weiß zwar, die sieht man nicht, aber trotzdem. Geschlecht. Machen wir männlich oder weiblich? Männlich, oh, das sieht aus wie so ein Zombie. Männlich oder weiblich? Männlich oder weiblich? Männlich oder weiblich? Ich nehme jetzt hier erstmal einen Mann. Dann machen wir Nacho? Nee. Erstmal brauchen wir den richtigen Namen. Ronaldo Dadzak. Oh yeah, Ronaldo. Gut, und dann brauchen wir die Fertigkeiten. Vorarbeiter? Nö. General? Nö. Verwalter? Nö. Agent? Nö. Okay, nö. Anführer? Nö. Berühmtheit. Ja, ich nehme mal tatsächlich Berühmtheit. Ne? Ich nehme jetzt hier mal die Berühmtheit. Und dann einfach mal das Gesicht. Ja, gut. Ja, das ist gut so, ne? Das ist gut, genau. Kann man so akzeptieren. Und dann mal auf okay. So, Kostüm. Nehmen wir das einen Diktator oder was nehmen wir hier? Ein Astronaut. Warum sollte ich mit einem Astronauten rumspielen? Onkel Pedro. Mal gucken, was wir ja so in Farm haben. Okay. Nee. Nee. Onkel Pedro, nee. Napoleon. Ah, auf jeden. Wir haben ja hier den Napoleon-Komplex, ne? Gut, das kann man so nehmen, das kann man so nehmen. Haare, lange Haare, langes Haar. Das ist übrigens interessant, dass das Spiegel sein Eigenleben entwickelt hat. Ne? Er sieht ja hier, er bewegt sich ja so ein bisschen. Guck mal hier. Ah, hallo. Ja, genau. Beug dich. So, gut. Nehmen wir erstmal hier langes Haar. Ne? Oder kurzes Haar. Undercut. Nee. Nee. Auch nicht. Auch nicht. Ja, nee, lieber doch nicht. Nee, auch nicht. Wir wollen ja kein McDonald's-Perücke haben. Den Penner-Look, Alter. Auf jeden. Guck mal hier. Das Spiegel, Alter. Was macht der Spiegel? Guck dir den Mann hier. Das Spiegel hat ein Eigennehmen. Was ist das? Was? Ist das ein Zauberspiegel oder was? Brünett? Violett? Grün? Und Black. Und dann brauchen wir natürlich auch einen fetten Hut. Also, wir hatten ja einmal hier übelst krass, ne? Also, wir hatten hier einen Diktator-Hut, ne? Aber den brauchen wir nicht. Weil wir haben ja hier einen Napoleon-Komplex. Cowboy, Telinda. Napoleon. Ja, guck mal hier. Ideal, perfekt. Sehr gut. Und dann noch eine anständige Zigarre oder so. Ja, ich bin hier voll cool und so. Guckt euch das an. Ja, ich bin aus der Zukunft. So, yeah, was geht ab?
Hey, ein Schnuller. Eine Zigarre. Ja, das ist gut, das ist gut. Jawohl, dann mit dem Napoleon. So, dann fangen wir mal an hier mit Geld, brauchen wir keins, Beute, Beuten, ja, auch nicht, ne, Politik. Machen wir mal Mittel, ne, machen wir Mittel, das ist in meinem grenzwertigen Bereich so. Karte, wir brauchen eine Karte. Wir schnappen uns die, weiß ich nicht, also, La Palma de Mallorca. Ja, meine ich, nehme meine Lieblingskarte hier, so, nehme ich die hier. Schön für Sandstrände oder, warte mal. Okay. Ja, das sieht gut aus, die nehmen wir. So. Okay. Okay. Jetzt will ich natürlich noch Katastrophe keine, Naturkatastrophen keine. Bei der letzten, als ich das angetestet habe, war dann halt alles kaputt, als dann ein Tornado drüber gefegt ist. Und in einer tropischen Punkt, das ist irgendwie uncool. Wirtschaft sehr hoch. Sehr gut. Startgeld, Startbevölkerung, Startzeitalter, Neuzeit. Ja, fangen wir gleich das 9 Plus Ultra an, würde ich mal behaupten. Ganz klassisch. Und so, machen wir hier erstmal auf Pause. Dann klicken wir uns das mal an hier. Was haben wir denn hier? Arbeit. Geschlossene Grenzen, Einwanderungsinsel, Wiesenprogramm. Das ist doch mal nach dem Plan, was mir gefällt. So, fangen wir mal an hier. Also mit der Maustaste, also mit der Steuerungstaste, Pfeil hoch, Pfeil runter, Pfeil links und Pfeil rechts können wir hier uns bewegen. Das wird mit WASD geht nicht. Aber man kann auch mal hier einer gucken. Ach, guck mal, einer gucken. Aha. Okay. Sehr gut. Also wir haben ja hier unbegrenztes Geld, ne? Wir können hier uns erstmal angucken, was wir hier haben. Wir haben ja eine Insel. Ein Vulkan. Wow. Und ein Tempel. So, ich würde tatsächlich erstmal vorschlagen, dass wir erstmal eine Straße bauen. Ich will mich mal überlegen, ob ich halt direkt hier so. Also erstmal hier so. Eine schöne Gerade mache. Und dann mal gucken. Weil wir erstmal gucken müssen. Mach mal hier. Aha. Mal gucken, ob ich hier gleich was mit Öl abbauen kann. Das wäre natürlich richtig nice. Auf dem Wasser? Nein. Militär? Nein. Was ist denn jetzt hier? Ist das hier so was wie eine Ölkanne oder so? Keine Ahnung. Ah! Ich hab was gesehen. Ja. Bam! Die mal hier gleich mal hochbauen. Und dann. Während die Nationalisten und die Globalisierer noch streiten, so. Erkläre ich. Ich stehe hinter den Globalisierern. Bei mir am Strand und in der Jolly Roger sind alle willkommen. Alter, Geschlecht, Herkunft und Religion spielen genauso wenig eine Rolle wie das Surfgeschick. Nur eins muss man sein. Cool und gut aussehend. Idealerweise beides.
Also wie ich halt. Gut, erstmal wollen unsere auch unsere Leute, also von unserer Insel, wollen erstmal Leute einziehen. Das werden wir hier erstmal mit den Häusern machen. Weil erstmal Häuser und so, ne? Machen wir erstmal glücklicherweise, machen wir das so. Machen wir ja erstmal hier nur Häuserkomplex. Aber das ist doch ein Urlaub. Da machen sie doch einen Urlaub. Ja, das ist richtig. Warte mal, ich habe jetzt hier einen Fehler entdeckt. Ich muss das jetzt erstmal. Ach, übrigens, drehen tut man das Ganze, wenn man die mittlere Maustaste ein bisschen drückt, kann man das Ganze hier halt auch drehen. Sodass man halt auch die andere Ansicht hat. Ne? Und dann kann man hier wunderschön weiterbauen. So, meine Damen und Herren. Wird hier gebaut. Hier gebaut. Wird hier gebaut. Und hier. Und hier. Perfekt. Dann haben wir hier schon mal eine Straße. Und Häuser. Jetzt braucht man, wollen die natürlich auch irgendwie Strom. Und ich stehe ja volle Kanne auf Öko und so, ne? Dann machen wir hier so einen kleinen Windpark. Machen wir hier so, warte. Einmal. Hier nochmal, einmal. So ein Windpark ist schon mal toll. Dann haben die Leute wenigstens ihre eigene, gesunden Strom. So. Jetzt machen wir das jetzt mal hier beschleunigen. Die Bürger Tropicos beschweren sich, dass ihre Freiheit so eingeschränkt ist wie nie zuvor. Ich sage, schwört der geistigen Versklavung ab. Niemand außer uns selbst kann unseren Geist befreien. Und wisst ihr, was mir dabei hilft? Ein Drink am Strand, ist doch klar. Irgendwie wundert's mich nicht. Ein Drink am Strand, voll besoffen sein und so, ne? Warte mal. Ich möchte jetzt erstmal hier tatsächlich die Windmühlfabrik hier fertig machen. Halt, stopp. So. Dann kommt hier ein paar Botschaften. Weil wir wollen ja halt auch Handel treiben. Dann machen wir hier eben eine Botschaft. Ne? Machen wir hier noch eine Botschaft. Ne? Noch eine Botschaft. Ne? Und noch eine Botschaft. Dann haben wir 1, 2, 3, 4. Und daneben machen wir noch eine Botschaft. Entschuldigung. So, machen wir hier. Ey. Machen wir hier neben auch noch eine Botschaft. Und dann klatschen wir auch gleich daneben. Machen wir noch die Straße voll. So. Haben wir hier. Was ist denn das? Ach ja. Faszinierend. Auf jeden Fall müssen wir hier noch die Straße weiterziehen. Warte mal, was ist das hier? Ja. So, und jetzt brauchen wir natürlich erstmal eine Farm. Die Farm, die wird am besten hierhin gemacht. Tropico ist reich, aha. Leute. Die Staatskasse quillt über. Und ich bin sicher, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis El Presidente seinen Reichtum mit der ganzen Bevölkerung teilen wird. Und dann machen wir hier natürlich Schweinefleisch. Das machen wir hier hin. Dann machen wir hier neben auch. Verdammt. Dann machen wir hier noch eine Farm. Nämlich Wolle. Erstmal machen wir hier Ziegenmilch. Ah, Ziegenmilch ist immer gut. So. Hier kann ich mich gleich noch eine Straße reinziehen. Das ist gut. So. Und dann kommt hier noch eine Farm, nämlich Wolle. Ja, Wolle sollte sie kaufen. So, und jetzt kommt hier die Straße.
Jetzt muss ich mal hier perfekt abstimmen. Das ist ein bisschen schwierig. Ja. Zack, und dann machen wir es mal. Das geht auch nicht. Aber das geht. Das ist gut. Das ist gut. Hä? Achso. So. Jetzt auf jeden Fall möchte ich erstmal ein paar Verfassungen setzen. Ah, nee, warte mal. Haha. Pass auf. Erstmal eine Sozialversicherung für alle. Das ist ganz wichtig. Das ist wirklich ganz wichtig. So, ach, verdammt. So. Bildungsprogramm. So. Ach ja, siehst du? Jetzt haben wir ja hier die Häuser. Ich möchte natürlich erstmal hier die Mieten so tief wie möglich halten. Zack. So. Kann ich das irgendwie so machen? Warte mal. Halten Sie die Steuerung gedrückt? Viele Leute beschweren sich darüber, dass sich die Priester rar machen. Ich sündige links und rechts und habe meine Missetaten schon lange keinem muskulösen Geistlichen mehr gebeichtet. Meine spirituellen Bedürfnisse nagen an mir. Ich brauche Rettung, junge Priester. Dann geh in die Küche. Geh in der Kirche. So. Wenn das hier das Musterhaus ist, muss ich jetzt mal hier Beste. Da muss ich manchmal ruhig sein. So, hier wollen wir erstmal alles verbessern, sodass die Leute dort auch schön ja, die sollen die auch schön haben, ne, meine Damen und Herren. Zack. Verschönern wir hier alles. Wir verschönern jetzt alles. So. Hier noch. Hier noch. Sieht gut aus. So, auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal noch die Botschaften fertig. Ja. Hier laden wir die Chinesen ein. Einladen. Bestätigung, die Einladung. So, dann. Was haben wir denn? In dieser bösen Welt sind Banden das einzig Gute. Die kann mir echt meine Gedanken lesen. Ich hatte mir nicht gerade echt vor, hier ein, zwei Banken hinzuballern. Weil Geld ohne Geld nichts los, ohne Moos nichts los. Ne? Ich bin so lit und ich mach was ich will. Mir doch egal, mir doch egal. Eine Bank. Und gleich hier die zweite Bank. Und da wir auf Nummer sicher sind, ne, von wegen Bank und hallo. Gibt es hier noch ein Schießturm. Schießturm. Und auch ja, keiner die Bank ausräumt. So.
Ausgezeichnet, mein Bester. Tropico wird in Sachen Globalisierung garantiert ein wichtiger Global Player. So, holen wir uns erstmal zwei Auslandsmitarbeiter und hier auch nochmal zwei. Und dann, ganz wichtig, das habe ich mich voll vergessen, wir brauchen noch eine Straße, ich muss hier noch eine Straße ziehen. Ohne Scheiß, du musst hier noch eine Straße ziehen. Das ist mir jetzt mein allerhöchstes Bedürfnis, hier noch eine Straße zu ziehen. So. Und was, wofür brauchen wir jetzt eine Straße? Genau, für die Allgemeinbildung. Da kommt hier zum einen die Schule. Dann haben wir eine Universität gleich neben der Schule, weil wir wollen ja hier keine dummen Schüler haben. Neben dem kommt dann ein Supercomputer, ja, ein mega fette Supercomputer. Und hier hin. Hier kommt dann auch gleich nochmal ein bisschen was Feines. Das Forschungslabor kommt gleich hier hin. Das braucht ja irgendwie alles Strom. So, und dafür haben wir natürlich dann hier, zack. Zack. Das will ja alles Strom haben. Zack. Das will ja irgendwie irgendwo alles Strom haben, ne? So. Jetzt machen wir das hier. Bevor nämlich alle Gebäude fertig sind an sich, brauchen die ja schon mal, müssen die ja schon alle Strom haben. Zacki, Lucky, kick da an da. So, das sieht du aus, das sieht du aus. Und jetzt, hallo? Keine Gastarbeiter? Ja, gut, machen wir hier mal Grundschule. Mensch, das kostet mir alles Geld. Haha, das kostet mir alles Geld. So. Lehrer von außerhalb. Meine Inselbewohner sind noch alle ziemlich dämlich. So, perfekt. Hier haben wir auch nochmal Gastarbeiter. Das Budget ziehen wir hier hoch. Künstliche Intelligenz verzögert mit. Oh, gut, mach mal. Mhm. Okay, auch. Sehr gut. So, perfekt. Kickt euch das an. Das sieht richtig cool aus. So, jetzt haben wir hier. Ja. Das geht doch alle gut voran. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt auch noch hier. Was? Ah, da. Presidente, wie Sie wissen, sind Sie es, der Tropico zusammenhält. Ohne Sie würde die Insel zu Staub zerfallen und für immer verloren gehen. Was soll ich machen? Armdrückwettbewerb, Singwettbewerb und Wettbewerb in Synchronschwimmen. Ich brauche keine Nachfolger. Ich werde ewig leben. Okay. Ich mache aber ein Armdrückwettbewerb. Nach der Geburt des Erben schwiegen alle Tiere. Ein Lichtstrahl brach durch die Wolken. Ach du Scheiße. Heilige Mutter Maria. Ach du Kacke. Die ist ja faltiger als mein Arsch. Entschuldigung. Entschuldigung, habe ich gesagt. Alter, meine Fresse. Was ist das? Was ist das? Und diese. Oh nee, auf keinen Fall. Oh meine Fresse. Oh meine Güte. Oh, nee. Leute. Das ist ja... Oh, nee. Das ist so widerlich. Guckt euch das an. So, weißt du, die sind bestimmt so um die 170 oder so. Falten überall und dann so ein Kostüm. Eieieiei. Müssen wir ihr was ganz altmodisch, die haben so richtig hässlich. Oh, nee. Ja, gut. Ja, warte mal, ich habe eine bessere Idee. Ich habe tatsächlich eine bessere Idee. Meine Fresse.
Ein schön großer Park. Ey, ich sehe hier schon wieder was. Das gefällt mir doch mal. Oh, hey. Oh, hey. Das ist toll. Das ist toll. Das ist toll. Das ist toll. Krankenhaus. Das Krankenhaus. Warte mal. Da müssen wir erstmal hier noch eine Straße ziehen. Straße. Straße. Und dann wollen wir jetzt hier nochmal das sogenannte Krankenhaus. Wo ist denn das hier? Hallo, Krankenhaus? Krankenhaus? Krankenhaus. Fertig bauen. Fertig bauen. Ihr wisst, was ein neues Krankenhaus bedeutet, meine Damen. Süße Ärzte, ich glaube, mir ist gar nicht gut und ich brauche ganz schnell einen guten Arzt. Denkt bei den Doktorspielen immer daran, dass Ärzte schreckhaft sind. Also achtet darauf, dass euer Make-up sitzt. Oh mein Gott, das hat sie aber jetzt nicht gesagt, ne? Das hat sie jetzt über nicht gesagt. Natürlich braucht auch, wo ist denn jemand? Hä? Wo ist denn hier? Hey, hallo? Hier ist die Schule, das ist das Diplom. Ach ja, genau. Natürlich wollen auch die Tropis in Sicherheit sein. Das heißt, wir brauchen hier Polizeistation. Die Polizeistation wird erstmal ausgebaut. Zack. Und dann brauchen wir... Selbst das Wohlwollen und die Verantwortlichkeit der Banken konnten das Unvorstellbare nicht aufhalten. In ihren Elfenbeintürmen machen die Reichen nichts anderes, als mit dem Leben der Armen zu spielen. Ja, das geht mal gar nicht, Leute. Ne? Das geht echt mal null. Es ist genauso wie immer. Das geht ja nicht. So, machen wir erstmal alles. Das Budget, das ist natürlich ganz oben, weil, ne, Leute, ihr müsst wissen... Je sicher, desto besser, ne, meine Freunde. So, ich sag jetzt viel zu oft so, das geht gar nicht. Aber ist gut, dass mir das selber auffällt, ne? So. Also. Besser? Jetzt kümmern wir uns mal hier erstmal um die sogenannte, um die übler Form. Hallo? Hallo? Sag mal, bin ich jetzt total bescheuert im Kopf oder so? Ja, Ölraffinerie. Ich hab eine Ölraffinerie, ne? Aber wie kann ich denn das bauen? Objekt darunter blockiert den Bau. Also nochmal. Raffinerie. Objekt da unten blockiert den Bau. Objekt blockiert den Bau. Ach komm, dann lackt mir doch am Arsch. Ü-Faktum. Straße. Straße. Naja, wenn das mal nicht, ne? Ach ja, was wollen die? Vermögenssteuer. Hm.
Meine kommunistischen Kameraden sind mit ihren Entscheidungen sehr zufrieden. Wollen wir uns auch nochmal die Auslandsmitarbeiter hier. Zack, zack. Das Budget ist hier ganz klar hoch geregelt. Ja, weil Öl ist ein gutes Produkt, das muss mal hochgezogen werden. So Leute, und jetzt gucken wir mal. Wir haben hier 66%, ne? Also das sieht schon mal gut aus. Ey, was ist denn hier? Was ist denn hier? Hallo? Keine Mitarbeiter? Willst du mich verarschen? Fertig bauen. Ist auch ganz klar geregelt. Dass wir alle einheitliche Preise bzw. Einkommen haben, ist ganz klar geregelt hier, meine Freunde. Weil, ne, die Leute brauchen ja auch was zu fressen. Und uns geht es ja gut, wir haben ja Kohle ohne Ende. So. Monetarisieren. Typischen Gastarbeiter. Das müssen wir ja auch nochmal monetarisieren. Überfütterung. Oh, heilige Mutter Maria. Und natürlich alle Farm monetarisieren. Sehr gut. Sehr gut. So, dann wollen wir erstmal gucken. Was haben wir hier noch? Entschuldigung, Schluck auf. Steuersenkungen. Runter mit den Steuern. El Presidente hat unlängst den zweiten Platz bei einem Beliebtheitswettbewerb gewonnen. Der Sieger musste die Insel rasch verlassen. Ein Mob verärgerter Presidente-Fans war hinter ihm her. Wo ist denn, nein. Also, ich weiß gar nicht, wo, wieso, weshalb, warum, auch immer. Wo ist denn das jetzt? Erstmal ein Stadion bauen. Das Stadion, das kommt hier hin. Das kommt hier so hin. Ah, nee, perfekt. Hier. Das ist der perfekte Platz fürs Stadion. Zack. Na, hier. Zack. Warte. Beste. Perfekt. Dann brauchen wir noch, ganz wichtig, ein sogenanntes Casino. Weil Leute wollen ja auch zocken. Das kommt gegenüber. Hier so. Und das Casino. Warte. Und neben dem Casino
kommt ein fetter Nachtclub zum Abdancen. Und neben dem fetten Nachtclub kommt noch ein Opernhaus. Da gehe ich auch gerne mal hin, ne? Perfekt. Eine Aufgabe. Die EU spricht nur mit denjenigen, die ihre Werte achten. Aufgabe. Besetzen Sie vier... ablehnen. Ich brauche die EU nicht, die EU braucht mich. Haha, meine Insel ist besser als alles andere. So, was haben wir denn noch? Ein Kabarett. So, das kommt hier neben dem Museum, beziehungsweise neben den. Ne? Hoch mal schnell gebaut. Perfekt. Und gibt's hier eigentlich noch ein Kino? Ne? Kein Kino? Aber ein Museum, das gibt es. Toll. Meine Tropikaner brauchen Kino. Guckt euch das an. Was ist denn hier? Die Tropikaner erwarten Wahlen für das nächste Jahr. Sie wollen ihnen Respekt und ewige Treue erweisen. Sie mögen es. Dann wollen wir doch mal wählen lassen, die Bürger. Okay, ach, hier brauchen wir auch noch Geld. Nein, nicht persönlich, nein. Das war jetzt mein Fehler. Verdammt. Präsident, Sie sind wie ein guter Vater der ganzen Nation Tropicus. Manche sagen vielleicht schon, dass Sie zu gut sind. Aufgabe. Senken Sie die Freiheitszufriedenheit um 20. Belohnung, Ruf. Nein, Aufgabe. Das ist nicht gut. Was ist denn bitte hier? Kann ich verarschen? Na gut, machen wir was anderes. Machen wir jetzt ganz einfach. So. Okay. Recyclinganlage. Das müsste ja was bringen. Perfekt. So, meine lieben Freunde, das heißt aber für heute erstmal, ich wünsche euch noch was. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat, kommentiert das. Und ich würde mich über einen dicken, fetten Support freuen. Beziehungsweise auch über euer Feedback würde mich tierisch freuen. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch was. Ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Und wir bauen am nächsten Mal genau hier weiter. In diesem Sinne wünsche ich euch was. Bis dann.